Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gab es einen motorisierten Flug auf einem anderen Planeten. Der kleine Helikopter Ingenuity, der gemeinsam mit dem Rover Perseverance am 18. Februar dieses Jahres auf dem Mars landete, hat seinen erfolgreichen Erstflug absolviert. Das Video davon, sowie alles, was ihr zu Ingenuity wissen müsst, gibt es in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit Space News. Tatsächlich fand der Flug bereits heute Morgen um 9.30 Uhr deutscher Zeit statt. Es dauerte allerdings geraume Zeit, bis die Daten gesammelt, in den Marsorbit und schließlich zur Erde gesandt wurden. Daher gab es eine Verzögerung von 3 Stunden, bis wir die Bilder sehen konnten. Aber, weil ihr alle darauf am meisten wartet, werfen wir einen Blick auf den ersten Flug des 70 Millionen Euro teuren Helikopters. Eine Höhe von 3 Metern. Genau wie geplant stieg Ingenuity kurz in eine Höhe von 3 Metern auf und landet im Anschluss wieder. Das kann eine 70-Euro-Drohne aus dem Baumarkt auch. Warum also ist dieser Flug von Ingenuity so beeindruckend, mal abgesehen davon, dass er auf einem anderen Planeten stattfand? Dazu muss man ein wenig das Prinzip von Flugzeugen und Helikoptern verstehen. Klassische irdische Fluggeräte, die mithilfe von Tragflächen fliegen, erzeugen Auftrieb. Zu diesem kommt es, weil die Tragfläche des Flugzeugs bzw. die Rotorflächen eines Helikopters Luft nach unten verdrängen und gleichzeitig darüber einen Unterdruck erzeugen. Dazu sind die Tragflächen in der Regel nach oben angestellt und müssen sich schnell durch das Medium Luft bewegen. So wird der gewünschte Auftrieb erzeugt. Man kann die Verdrängung der Luft auch sehr gut beobachten, etwa bei diesem Helikopter über Wasser oder diesem Flugzeug, welches knapp über einer Wolkenschicht fliegt und eine sichtbare Spur hinterlässt. Die Verdrängung der Luft nach unten erzeugt eine Gegenkraft, welche das Flugzeug anhebt. Es muss daher so viel Luft verdrängt werden, dass die resultierende Kraft groß genug ist, die lokale Gravitation zu überwinden. Auf dem Mars aber ist das ein Problem. Die dortige Atmosphäre ist unfassbar dünn, lediglich 1% der Dichte der irdischen Atmosphäre. Es ist also schlicht viel weniger Luft vorhanden, die wir zur Erzeugung von Auftrieb verdrängen könnten. Zum Vergleich, würde Ingenuity auf der Erde fliegen, entspräche das einer Flughöhe von knapp über 30 Kilometern. Der aktuelle Flughöhenrekord für Helikopter auf der Erde liegt bei 12.954 Metern, aufgestellt im Jahr 2002. Daher musste Ingenuity zum einen extrem leicht gebaut werden und zum anderen eine extrem hohe Rotorengeschwindigkeit aufweisen. Beim Bau verwendete man besonders leichte Materialien wie Carbon. So gelang es, das Gesamtgewicht der Drohne trotz seiner Rotorenspannweite von 1,20 Meter auf knapp 1,8 Kilogramm zu bringen. Hier zumindest kommt uns der Mars entgegen. Aufgrund der geringeren Gravitation auf dem roten Planeten wiegt Ingenuity dort nur etwa 700 Gramm. Die beiden gegenläufig arbeitenden Rotoren bringen es auf sehr schnelle 2400 Umdrehungen pro Minute. Schnell genug, um den Helikopter abheben zu lassen. Ingenuity ist für Flüge bis zu 90 Sekunden konzipiert, Flüge übrigens, die vollständig automatisiert geschehen müssen. Eine Steuerung durch irdische Piloten ist aufgrund der Signalübertragungsdauer zum Mars schlicht unmöglich. Und weil es so schön war, nochmal der erste Flug eines Helikopters auf einem anderen Planeten. Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und ein Like. Wir danken euch fürs Zuschauen und natürlich ganz besonders unseren Unterstützern auf Patreon, vor allem unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Sebastian Marx, Aimgods, Nikolas Schreier, Christian Steuer, Julian und Hermann Hampe. Und in diesem Sinne 42. Let it go.